Willkommen zurück zum World's End Club. Und wir sind jetzt endlich in Mike angekommen. Und bin mal sehr gespannt, wie wir hier die Personalität von Mike ändern werden. Personality. Bisher sieht's ja... Er hat keine großartige Sonderfähigkeit. Von daher, irgendwas muss er hinkriegen. Ach, du musst ausweichen. Die roten Buchstaben-Dinger, die berühren, verschwindest du, Pochi. Okay. Auf, dass du nicht getroffen wirst. Der sieht das eigentlich ganz gut aus. Ah, schade. Ich dachte, den erwische ich noch. Aber gut. Wird's doch nochmal ein bisschen abwechslungsreich an der Stelle. Ah ja. Hier sind wir jetzt. Oh, super. Und ich weiß nicht, was mit der allen Steuerung los ist. Denn irgendwie hakt die gerade massiv. Aber schon die ganze Zeit, also seit ich das Spiel angemacht habe irgendwie. Und ich verstehe einfach nicht, ob das jetzt an der Switch liegt oder an dem Spiel oder ob ich einfach nur zu unfähig bin, eine Taste richtig runterzudrücken. Keine Ahnung. So, Parmichan. Okay, was auch immer du bist, aber du bist jetzt meins in meinem neuen kleinen Sticker-Album. Oh weia. So, vor allem, gerade bei solchen Passagen darf halt eben die Steuerung nicht nachlassen, sonst ist man richtig aufgeschmissen. Okay, bisher sieht es gut aus. Der Sprung war bewusst und gewollt. Das sieht hier creepy aus. Mike. Wie toll, du warst ein sehr tolles Untersuchungsobjekt. Schade, dass du abgehauen bist. Ist ja nicht so, dass du ersticken wolltest, ne? Nein. Oh, ey, ernsthaft. Ja, jetzt kommt er mit solchen Dingern um die Ecke, ist klar. Ist nicht so, dass draußen Yuki jetzt gegebenenfalls Amok laufen könnte, während wir hier gefangen sind oder so. Aber, ja. Ah. だけど
残念だったね。その計画は間もなく終わるよ。いや、果たしてそうかな。君たちが羊飼いになる可能性はまだ残っていると思うな。ねえ、一つ聞きたいんだけど、なんであなた自身が羊飼いになろうとは思わなかったの？私の存在は永遠ではないからだ。です。Das ist ja eine so schwache Erklärung. Es ist eine Maschine, die sich eine eigene Bestimmung gelegt hat, in der die Bestimmung darin besteht, die Menschen zu unterjochen, damit sie weiter existieren, braucht aber Menschen, damit Menschen kontrolliert werden, die aber ihren eigenen Willen haben, so wie Mike seinen eigenen Willen hat und sich in Persönlichkeiten aufspaltet, die ihren eigenen Willen haben, aber behauptet dann, dass er nicht ewig existent sein kann, obwohl er eigentlich nichts weiter braucht als diesen Computer. Na gut, okay, andererseits, Computer gehen natürlich auch kaputt. Aber er kann ja Sachen reparieren lassen von den Maschinen, die er selber entwickelt und entworfen hat und die ihn sozusagen weiterführen könnten und bla. Oh, das ist so ein... Ah. So, er kann sich kopieren oder seine Persönlichkeit teilen, aber er schafft es nicht, etwas Neues zu schaffen. Und was ist Pochi? Ist der nichts Neues? Hat er nicht seinen eigenen Willen entwickelt? Läuft er jetzt nicht durch die Gegend und lehnt sich gegen seinen Erschaffer auf? So, ist diese Aussage hier nicht eigentlich totaler Bullshit? Und was ist mit Yuki? Die auch nur ein Teil der Persönlichkeit von Mike ist, die aber auch ihren eigenen Willen hat? Ist das jetzt nichts Neues oder so? Oh, ist das begrenzt. これ以上先には進めそうもない。そういうことだ。もしも君たちが羊飼いになるというなら、ユキを助けてやろう。制限時間は1時間。その間に答えを出すという。では、
しっかりせ。ダメよ、意識を失ったの。さっきのマイクの言葉、みんなも聞いてた。うん、スピーカーで流してもらってたから。マイクのやつ、ユキの人格を消去するって。だけど、消去はまだ始まってないと思う。制限時間は1時間、そう言ってたわね。うん、だからその間に何とかすれば。何とかって言ったって、一体何をどうすればいいのよ。バニラ、何か打開策は。待って、今調べてるから。愛をしてくれ。いやないと、ユキちゃんが、ユキちゃんが。うるさいわね。あんたは黙ってて。バニラが集中できないだろ。ユキちゃん。何が分かったんだ。墓地の前にあるファイアウォール、それを破壊する方法だよ。どうすれば壊せるの。このコンソールには3つの鍵穴がついてるでしょ。その全てに鍵を差し込んで、同時にグイッとそれをひねれば。つまり3つの鍵を集めればいいってこと。うん、それはどこにあるの。ね、なるほど、それぞれの場所は分かったわ。じゃあ、とっととそいつをゲットしに行こうぜ。ならば、3チームに分かれるのが得策だろう。ただし、バニラだけはここで待機だ。墓地に何かあったら、すぐに連れ戻さなければならないし、ユキの様子も見ておいてもらいたいからな。了解だよ。イエーイ。Gucken wir mal an, wie die Teams sich zusammenwürfeln. Perfekt. So soll es dann sein.Das habe ich auch schon seit ein paar Stunden in der Hoffnung. Irgendwie dann doch nicht. Tonika, Mina.全力を尽くして鍵を手に入れ、必ず。それじゃあ、準備。Na denn。決まっていくで。Das wollte ich gerade sagen. Los geht's。リーダーちゃうけど、最後にもう一度だけ言わせてくれ。頑張れ組。えい、えい、おー。So, welches Team fängt denn jetzt an? Ja gut, dann ab geht die Post. Lasst es uns kaputt machen. このまままっすぐ進めばいいのよね。ああ、そのようだ。モーちゃん、はぐれないでね。大丈夫だよ。もしもはぐれちゃっても、ニョロの匂いをたどっていけば。ちょっと気持ち悪いこと言わないで。これが愛というものか。違うわよ。Okay, wir fangen mit ihr an. Sehr gut. Das macht überhaupt nichts, denn...Mit ihr können wir ja hier oben lang.
schon noch mal ein bisschen, ob es hier nicht irgendwo noch ein... Wie heißt es? Ah. Ein bisschen Spielzeug gibt. Ja, gibt es. Da oben ist ein Sticker. Okay, so klappt das irgendwie nicht. Aber wie klappt denn das dann? An der Stelle. Weil der ist ja, der hat uns ja keinen Spielraum gelassen, gerade eben beim Durchlaufen. Muss ich irgendwie herlocken, aber wie? Vermutlich so. Einfach mal so ein bisschen auf Entfernung hier stehen, warten, bis es kommt und dann nach oben. Sag ich doch. Hier ist halt funktioniert. Jetzt komme ich da oben auch an die, an dem Sticker dran. Ja, mit dem Sticker. Wie viele Sticker fehlen uns eigentlich noch? So viele dürften das doch gar nicht sein. Dr. Skunk. Obwohl, warte mal. Oh nee, ich glaube, ich habe doch einen Sticker im, in der einen Mission vergessen, oder? Ah, nee. Da, wo wir mit Pucci unterwegs waren. Habe ich doch einen liegen gelassen. Bin ich der Meinung. Ach nee. So, das Ding ist natürlich gedreiteilt. Jetzt haben wir nämlich einmal mit ihr. Jetzt wird wahrscheinlich einmal die Rolle gewechselt. Sag ich doch. Jetzt übernimmt sie. Oh. Das ist ja mal interessant. Benutze Nyros Bomben, um die Blöcke zu zerstören und das Rätsel zu lösen. Die Bomben entfernen sich automatisch von Nyro. Stell dich an die richtige Stelle, um den gewünschten Block zu zerstören. Und drücke die Buddy-Fähigkeiten-Taste. Drücke den Schalter, um den Strom einzuschalten. Wenn die Blöcke nicht mehr richtig platziert sind, ist okay. Probier es mal. Einmal draufdrücken. So. Moment. Warum läuft die denn dahin? Ich hab doch gedacht, wird da. Ach so. Ja, gut. So, wir machen das einfach so. Wir bringen die einfach alle erstmal auf einen Punkt. Oh, ich bin ja blöd. Jetzt habe ich nämlich erst verstanden, was man hier eigentlich machen muss. Also hier müssen zwei Bomben hin. Nee, gar nicht. Oder? Doch? Nee, doch. Hier müssen zwei hin. So. Hier eine. Die Mitte bleibt so. Verkackt. So. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Bomben. So. Zwei. Eins. So, das ist nicht richtig. Jetzt die beiden. Und geschafft. Goodie. Ab zum nächsten Raum. Oh, da kommt. Ah ne, doch nicht. Schade, ich dachte, da kommt nochmal ein Sticker.
Da rollt das Ding einfach drüber. Klar, dass wir jetzt. Boing. Einfach als Metallkugel hier durch die Gegend rollen. Nebenbei, da wurde der Sprung wieder nicht angenommen. Na komm. Roll das Ding weg. Wieder raus. Hüpf da hoch. Und hüpf da hoch. Und mach's kaputt. Und roll es weg. Ah, wie die... Wie das einfach jetzt mit einer Sekunde Verzögerung antat, das nervt einfach nur. What? Einfach mal die Regeln ändern, mitten im Kampf. Passt schon. Hüpft endlich mal hoch. Bounce. Und weggerollt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie genau sollte der hier gehen? Okay, einfach wegrollen ist der Trick. Ah! Was für eine klobige Steuerung jetzt gerade. Das war ja die ganze Zeit schon nicht so. Wie denn den Sprung nicht annimmt? Das ist einfach nur mehr. Ich glaube, ich starte gleich mal die Switch neu oder so. Das kann ja nicht sein, dass ich teilweise hier 5, 6, 7 Mal drücken muss, bevor das Ding reagiert. Oder Sprünge einfach nicht angenommen werden oder solche Dinge. Das ist ja sowas von ätzend. Bloß nicht berühren, nicht, dass es dann heißt so, ja, das muss so. Oder irgendwie sowas. So, da rollen wir einfach mal rüber. Oh weia. Das denn? Muss man das so machen? Das war jetzt irgendwie ein bisschen dolle einfach. Aber haben wir jetzt den Schlüssel? Oder was? Oh, das sieht ja schick aus hier. Ha! Konsolenschlüssel! Yatta!
これ。おお、でかしたぞ、モーちゃん。さっきのモーちゃん、とってもかっこよかったわ。なんだかちょっと、キュンとしちゃった。ありがとね、モーちゃん。うん、俺なんていいってば。その代わり、僕のお腹んとこ、ツンツンしてくれない？は？前にパイがやってくれたんだよ。その時の感触が忘れられなくて。 What？ ニョロ、やってやったらどうだ？なんで私が。もう、わかったわよ。それじゃあ、ちょっとだけね。これが愛というものか。だから違うってば。Will mir nicht in den Kopf. Aber okay, passt schon, alles gut. Na, 本当にこっちの道で合ってんのか？うん、間違いないよ。とにかく、まっすぐ進んでみよ。Gut, kleiner Moment. Okay, da lang ist nichts. Dann geht's hier weiter.Gar nichts Besonderes hier. Wow! Barriere-Treffe kann man ihn ausschalten. Ja, super. Dafür muss aber auch mal die Tasten, müssen auch mal die Tastendrücke angenommen werden. Wenn ich den Roboter mit meiner Barriere treffe, kann ich ihn ausschalten. Fünfmal A drücken, smashen, ja, wie ein Verrückter. Passiert nichts. Spring doch einfach! B, wie oft soll ich noch B drücken?Ohne Witz, ich drücke gerade die ganze Zeit die B-Taste und es passiert nichts. Nö, aber A. Das passiert nichts, der macht gerade. Das ist. Ah, Abnerv hoch 10 gerade.Spring! Spring doch! Ich hab doch gar nicht A gedrückt! Ich hätte einfach mal den Controller. Das kann ja nicht angehen. Ich mache hier eine Pause, bevor ich einen Controller durch die Gegend schmeiße.